Moin liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video-Podcast auf diesem Kanal. Heute nicht alleine, sondern mit dem lieben Frunz. Moin! Wie geht's dir so? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Jedenfalls, wenn ihr euch jetzt fragt, Grump, wo warst du? Ich war nicht da, ich weiß, ich habe keine Videos gemacht. Erzähle ich in einem anderen Video, kommt noch demnächst. Jetzt erstmal, worüber reden wir heute? Also das... Ein großes Hauptthema. Der Fabelkraft auf Instagram. Folgt mal auf Instagram. Ja, also ein großes Thema heute wird sein. Der Fabelkraft. Wird es seinen Kanal wiederbeleben oder wird er es nicht? Bleibt dran, um es zu erfahren. Und wenn wir schon dabei sind bei Podcast. Also wie gesagt, sage ich in jedem Podcast. Podcast ist ein Video mit Audio. Also eine Art Radio ohne Musik. Apropos Radio, heute, also jetzt demnächst, vielleicht auch heute Abend, kommt noch ein Radio von dem lieben Frunz und mir. Genau. Je nachdem, wann oder ob wir es schaffen, kommt noch. Ja, ich will mal nicht zu viel versprechen, aber ich verspreche zu viel. Gut. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Video. Auf geht's. Außerdem ein Thema wird sein, ist egal, sage ich später. Ja, sag's lieber später. Ja, also jetzt erzähle ich ein bisschen mal, wie es bei mir weitergehen wird. Ich will wieder mit YouTube anfangen. Woo! Und zwar nicht mehr unter dem Namen Frunz, sondern unter dem Namen The Frabbelkraft. So, eine Sache. Bevor wir anfangen, warum hast du deine Videos gelöscht? Möchtest du uns das sagen? Oder sind es private Gründe? Das sind private Gründe zum einen, aber zum anderen, ich will nochmal ganz von vorne anfangen, weil ich einfach ein cooler Mensch bin und deswegen, ja. Okay, und kannst du uns sagen, warum du anfangen wolltest, abgesehen von diesem Grund da gerade? Das kann ich vielleicht nicht sagen. Vielleicht wegen dem Video wegen dem neuen Video, das gestern erscheint ist. Guckt unbedingt vorbei. Hier einmal eingeblendet. Ne, blende ich eh nicht ein. Aber guckt einfach mal vorbei, mein letztes Video. Ich habe 3,5 Stunden gebraucht, diesen Content zu schneiden. Quality also, Content. Ich würde mich wenigstens über einen kleinen Aufruf freuen. Dankeschön. Also. Jo. Also, wie wird es auf den Frabbelkraft-Kanal weitergehen? Erstmal, jede Woche neue Videos und zwar geschnitten, pünktlich und super Qualität. Quality Content. Nein. Okay, aber da könnt ihr mal gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Der ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Da ist auch Dr. Frunz TV verlinkt. Da ist der Krumm TV Zweitkanal verlinkt. Da könnt ihr alle mal draufschauen und einfach mal ein Abo dalassen. Ja, es würde uns alle bestimmt freuen. Okay. Und wie wird es aus? Also wie sieht's aus? Werden bei deinem wirst du dich demnächst wieder zeigen auf deinem Kanal? Eher nicht, weil ich jetzt eher Minecraft machen will und da bin ich wahrscheinlich zu faul, eine Facecam anzufügen. Nein. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu zeigen, das ist einfach zu aufwendig. Ja. Aber vielleicht kommt ja bei 100.000 Abonnenten. Nein. Also, demnächst erstmal werde ich mich nicht zeigen. Also, so ist es halt. Ja. Apropos, Minecraft hast du ja gerade angesprochen. Ja. Ein Freund von uns, der liebe It's Me TV, beziehungsweise mittlerweile Minecrafter Martin heißt er, hat ein neues Format eingeführt namens Troll Wars, beziehungsweise das haben wir alle zusammen ein Projekt eingeführt. Minecraft-Projekt. Hat uns einen Server besorgt und dann alle zusammen spielen wir jetzt da drauf. Und da, ich denke mal so nächste Woche irgendwann werden da mal ein paar Videos erscheinen auf ich komme so durcheinander mit den ganzen Namen, auf erstens Krumm TV Kanal und auf meinem Kanal auch, da okay. Werden dann Videos dazu kommen und auch auf Minecrafter Martin, aber abonniert ihn lieber nicht. Also ich habe, lieber Frunz, sei bitte ruhig. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe noch nichts vorproduziert auf dem Server. Hast du schon was gedreht? Nee. Nee, okay. Ich habe es komplett verkackt das erste Mal. Also, naja, ich war schon mal auf dem Server. Ich der auch. Liebe Frunz hier auch. Aber wir haben auch schon ein bisschen vorgespielt. Wir haben schon ganz kleine Häuser, also ich jedenfalls. Ich auch. Aber wir haben sind noch nicht dazu gekommen, aufzunehmen. Ganz einfach, weil wir keinen Bock haben. Nein, Spaß.
Wenn, vielleicht hört ihr es im Hintergrund, mein Mausklicken. Ich suche ja gerade Witze, die wir vorlesen könnten. Ein Kollege von uns hier im Raum, der mag Witze. Am besten, ich würde mal Flachwitze sagen, ja? Also, und wir können halt so nebenbei so ein paar Flachwitze erzählen und halt auch noch was anderes. Also, ich lese mal den ersten vor. Gute Nachricht, ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Die schlechte Nachricht habe sie leider nicht an. Ah. Das war's mit dem Podcast. Schaut, guckt auch beim nächsten Mal wieder vor. Nein, Spaß. Franz, ich würde sagen, du lest hier mal den nächsten vor. Ja. Was sitzt auf einem Baum und schreit aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Okay, gut. Den kennt jeder. Ich scroll mal ein bisschen runter. Ganz ehrlich, die Witze sind ja nicht ganz so schlecht. Also, Flachwitze stehe ich generell nicht so drauf. Ich finde Mutterwitze sehr lustig und Chuck Norris Witze. Aber dieser mal was. Moment, dieser Moment, wenn Witze. Dieser Moment, wenn man die Wahrheit sagt, dabei aber grinsen muss und jeder denkt, dass du lügst. Kenn ich. Also gut. Ja. Lieber. Dieser Moment, wenn du auf der Couch sitzt, aufstehst und das Ding, das du auf deinem Schoß liegen hast, jetzt kaputt ist. Eieiei. Das tut ist weh. Mir schon mal passiert. Echt? Ich war am Zocken am Sofa, wollte aufstehen. Mir was zu essen holen und es ist mir hingefallen. Franz, ich glaube, bei deinem Handy ist es genauso passiert, wenn du Sprache hast. Ich erzähl mal noch einfach. Dieser Moment, wenn du das Versehen, wenn du aus Versehen rülpst, jeder darüber lacht und du es dann auch lustig findest. Hä, was ist daran nicht so schlimm? Dass du ein kompletter Idiot bist. Spaß. Dieser Moment, wenn man beim Bananeessen jemanden in die Augen schaut und derjenige da fängt an zu grinsen. Check ich nicht. Aha. Witze zum Totlachen. Ich nehme eine andere die check ich alle nicht. Die sind voll scheiße. Ich habe mal eine durchgelesen. Keine Schimpfwörter auf meinem Kanal. Sonst kommt das Video ab. Erst ab 18 freigeschaltet oder es wird gleich erst gesperrt. Übrigens, ich habe sie am Anfang angesprochen. Nämlich Radio. Wenn ihr euch denkt, was meint ihr jetzt mit Radio? Ist ja voll der Scheiß. Ja. Also mit Radio meine ich halt quasi, dass wir halt einfach wie in diesem Podcast reden, nur halt live, also ungeschnitten. Dass wir im Hintergrund ein bisschen Musik einspielen lassen und ein paar Memes auch so. Halt, ja, keine Ahnung. Das werdet ihr dann schon sehen. Lasst euch überraschen. Macht es. Ja. Also der Podcast geht jetzt 7 Minuten 53. Ich denke, wir haben jetzt genug gelabert. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch schon ein bisschen machen. Wenn ihr noch Fragen habt an mich, wie es bei mir jetzt weitergeht, habe ich eigentlich fast alles gesagt. Oder wenn ihr auch beim KrummTV, an den KrummTV Fragen habt, einfach in die Kommentare. Genau, lasst ein Like da. Nein. Einfach in die Kommentare schreiben, wir gehen da definitiv drauf ein, weil so viele Kommentare bekommen wir jetzt nicht, dass wir nicht alle anschauen können. Ja, also so es lohnt sich, wenn ihr was reinschreibt. Ja. Ihr könnt das auch, wenn ihr wollt, möglichst schnell in die Kommentare schreiben, weil wenn heute Abend noch unser Radio kommt, dann werden wir das auch direkt ansprechen. Ja. Generell habe ich 16 Videos und insgesamt, wenn man die zusammenzählt, habe ich glaube ich 50 Kommentare insgesamt. Das da können wir auf jeden Fall gut drauf eingehen. Wenn wir Frunz Kommentare noch dazu zählen, dann wird das schon was. Also von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, ein Like raushaut und kommentiert, der liebe Frunz auch. Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Warte, ich habe noch was zu sagen. Was? Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann schreibt jetzt mal, was sollen sie in die Kommentare schreiben? Ich habe bis hierhin geguckt. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt in die Kommentare. Was? Finish. Ja, genau. Gut, ist egal. Schreibt's einfach rein. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ciao.